GitLab eignet sich nicht nur für Softwareprojekte, sondern zum Beispiel auch, um tabellarische Daten ablegen zu können oder zur Organisation für gemeinsame Protokolle. Sag mal, machen die jetzt schon wieder ein Video über Git? Ja. Und nein. GitLab kannst du wie GitHub im Zusammenhang mit dem Tool Git nutzen. Heute schauen wir uns insbesondere GitLab an, also das Webinterface ohne Git in der Kommandozeile. Und wenn du mehr über Git und GitHub erfahren möchtest, dann schau gerne bei unserem letzten Video vorbei. Jetzt starten wir aber mit GitLab. Was ist also GitLab? GitLab ist ein Version Control System und bietet wie GitHub UserInnen eine Plattform, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Auch hier ist die Versionierungsmöglichkeit der entscheidende Faktor. Alle Änderungen an Dateien werden getrackt. Das heißt, du kannst auch immer nachvollziehen, wer zu welchem Zeitpunkt eine Änderung vorgenommen hat, da alle Änderungen in sogenannten Commits getrackt werden. Außerdem kannst du Änderungen jederzeit rückgängig machen und deine Dateien auf eine frühere Version zurücksetzen. GitLab eignet sich nicht nur für Softwareprojekte, sondern zum Beispiel auch, um tabellarische Daten ablegen zu können oder zur Organisation für gemeinsame Protokolle. Und wie funktioniert jetzt GitLab genau? Im Vergleich zu GitHub kannst du bei GitLab auch deine eigene GitLab-Instanz erstellen, das heißt GitLab auf deinem eigenen Server fahren. Wir haben zum Beispiel auch eine eigene Instanz für alle ZBMed-MitarbeiterInnen. Statt Git-Repositorien oder Repos heißen die Projekte auf GitLab Projekte. Die Projekte kannst du entweder öffentlich für jeden zugänglich einrichten oder privat und gezielt ProjektpartnerInnen für das Projekt einladen. Wenn du jemanden in dein Projekt einlädst, kannst du der Person eine Rolle zuweisen, also definieren, wie viele Rechte ein Mitglied bekommen soll. Ein Guest hat zum Beispiel nur Leserechte, ein Developer Schreibrechte und Maintainer haben Adminrechte. Das heißt, sie können Dinge auch umbenennen oder löschen. Als Dateiformate eignen sich bei GitLab besonders Plaintext-Dateien, also zum Beispiel Markdown, JSON oder Code. In diesen Formaten werden alle Änderungen jeder Zeile genau nachvollzogen. Bei Formaten wie PDF oder Word-Dateien, die keine reinen Textdateien sind, ist dies leider nicht möglich. Aber du kannst diese Dateien dennoch hochladen und für andere zum Download zur Verfügung stellen. Dann kommen wir jetzt zum Aufgabenmanagement bei GitLab. Neben der eigentlichen Verwaltung deiner Projekte bietet GitLab dir auch die Möglichkeit, die Aufgaben innerhalb eines Projektes zu managen durch sogenannte Issues. Und Issues heißt nicht, dass es da ein Problem gibt, sondern einfach was zu tun. Die Issues sind To-Dos, die du an dich selbst oder an Mitglieder innerhalb eines Projektes vergeben kannst. Zusätzlich kannst du deinen Issues auch ein Fälligkeitsdatum geben. Du kannst sie auch labeln, also nochmal genau beschreiben, um was für eine Art von Aufgabe es sich handelt. Du kannst deine Issues auch mit anderen damit verbundenen Issues verknüpfen und dich über den Aufgabenverlauf mit anderen austauschen. Deine To-Dos hast du dann immer in deinem Header im Blick. Wir haben dir hier nur einen kleinen Einblick in GitLab gegeben. Die Plattform bietet noch vieles, vieles mehr. Wenn du noch mehr über die Funktion oder über ein bestimmtes Feature von GitLab wissen möchtest, dann schreib uns das doch gerne in die Kommentare und dann gibt es vielleicht noch einen Teil 2. Wir wünschen dir erstmal viel Spaß beim Projekteschmieden.